Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 3 The Fire Fates, wo wir uns heute die Kathedrale des Abgrundes mal ein bisschen genauer ansehen würden. Denn es gibt noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben, durch die werden wir jetzt gleich gehen. Während ich mich, lässt sich von dieser Seite nicht, leck mich doch am Arsch. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ja, schön, ne? Na gut, okay. Ich dachte, da hätte sich vielleicht was versteckt, aber nö. Hatte ich jetzt eigentlich das Leuchtturm schon resettet? Nicht voraus ist der Schatz. Ich will mal was probieren. Ja, nee, okay. Manchmal ist es ja so, dass sich unter den Fahrstühlen auch noch irgendwas versteckt. Aber hier anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir uns jetzt also mit diesem Riesen auseinandersetzen, ja? Da unten schon? Uah. Machen wir erstmal den kleinen Block hier weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der überhaupt macht, aber ich will ihn auch nicht hier haben. So, nochmal, war ich hier unten schon? Also ich bin mir relativ sicher, ich bin hier schon mal runtergerannt, aber... War da irgendwas bei rumgekommen? So, schon sind wir wieder im Full-Power-Modus. Und mit 9 Estus-Dingern schon inzwischen. Aber hier unten war nichts weiter, ne? Okay. Ich muss mich wieder ein bisschen reinfinden. Letzte Aufnahme ist echt schon ein paar Tage her jetzt. So. Ich sollte auf jeden Fall nach Möglichkeit da nicht dran hängen bleiben. Ich will erstmal hier hinten in die Ecke. Ich habe das Gefühl, ich könnte hier relativ sicher sein vor ihm.
Ja, okay, vielleicht auch nicht. War ja nur so ein Gedanke. War ja nur so ein Gedanke, du blödes Arschloch. Ja. Hi. Kann grad nicht. So, jetzt ist natürlich meine nächste Frage. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Wahrscheinlich nicht genug, um den auszuschalten. Ah, verdammt. Ich kann es ja mal versuchen. Das nimmt ja keinen Schaden, oder? Sehen tut man nichts, ne? Dass das irgendwas bringt? Ne. Nicht so wirklich. Ich würde die Gegenstände da interessieren. Penner. Du Penner. Und gleich nochmal. Komm ich nochmal wieder. Ich kann jetzt hier weiter runter oder ich kann hier rein. Ganz ehrlich. Das ganze Setup schreit einfach Falle. Erstmal mit dem da. Da hängt noch einer von der Sorte. Der wohl auch gleich seinen Weg hier hochfinden wird. Abgesehen davon hängt da noch ein dritter. Hier vielleicht auch irgendwo noch ein vierter oder fünfter oder sonst was. Da ist auf jeden Fall noch so ein Blob an der Decke. Na komm. Komm, ich warte auf dich. Der ist nicht runtergekommen, das ist schon leicht enttäuschend. Rat suchen, aber das ist ein Zauber, ne? Das Wunder der verlorenen Seelen gewährt mehr Hilfe aus anderen Welten und offenbart Rufsymbole ohne Glut zu nutzen. Der Glaube ist der Wegweiser der Kleriker. Sie sollten eigentlich nicht auf Wissen aus zweiter Hand angewiesen sein. Wie dem auch sei, dieses Wunder wurde von Seele an Seele weitergegeben und bietet den Verlorenen einen winzigen Funken Hoffnung. Das ist eines, das könnten wir rein theoretisch als unser zweites Wunder ausrüsten, weil wir haben ja
Wir haben ja noch einen Slot frei. Da ist ja im Moment ein Zauber drauf, den wir eigentlich gar nicht benutzen. Einfach nur, um ihn nicht ungenutzt zu lassen. Ich habe gerade ein Problem. Ich bin tot. So eine verdammte Scheiße. So sollte das eigentlich nicht laufen. Shit. Ich habe mich zu sehr in die Ecke drängen lassen, weil die sind ja eigentlich sind die gar nicht so schlimm. Ich habe mich halt echt vorführen lassen, ne? Wenn ja nur um die 3000 Seelen, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber so ein kleines bisschen ärgerlich ist es schon. Also ich finde, Dark Souls 3 hat es ganz schön in sich. Mir erstmal alles egal. Ich hole mir erstmal meine Seelen wieder. Ich könnte theoretisch auch so ein Corpse-Run machen, einfach auf diese Gegenstände da und so nach dem Motto Scheiß auf den Riesen. So. Haben wir die fette Sau auch umgenatzt. Können mal gucken, ob wir von hier oben vielleicht was gegen den Riesen machen können, weil da hockt er ja, ne? Da haben wir die Glut wieder gekriegt, die wir jetzt verbraucht hatten. Mal probieren, wie das ist, wenn ich von hier aus schieße. Na, guck mal, dadurch die Tür kann man auch noch. Jetzt das Gefühl hätte, das würde hier irgendwas bringen gerade. Aber dieses Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte ja sonst gedacht, vielleicht, dass man ihn hier irgendwie rüberlocken muss. Und dann mit dem Kronleuchter erledigt oder sowas. Äußerst mysteriös. Na gut, aber hier gibt es ja noch einen Weg. Dann gehen wir da erstmal weiter runter.
bin im Moment auch nicht von der Glut beseelt. Heißt keine Invasion, aber auch keine Beschwörung. Das ist also ein Mimik, ja? Hatte ich jetzt getroffen? Nein, hatte ich nicht. Ja, da bin ich aber definitiv gerollt. Nerv und Stöhn und Seufz und auf ein neues. Scheiße, ich habe in der heutigen Folge fast mehr gestorben als im gesamten Let's Play bisher. Irgendwie ist es nicht mein Tag. Es ist, Es ist da ein bisschen der Wurm drin. So, wenn ich jetzt gerade hier am Leuchtfeuer bin, dann können wir den Zauber Gespenst gegen Ratsuchen mal eintauschen. Achso, da geht's ja nicht lang. Dann ein weiteres Mal an dem blöden Riesen vorbei. Ich sollte es mir angewöhnen, diesen Fahrstuhl wieder runterzuschicken. Dann muss ich hier nicht jedes Mal warten jetzt. Ich bin ehrlich gesagt auch gerade überlegen, ob wir jetzt einfach mal die Gegenstände mitnehmen sollen. Okay. Gut, damit sind die 4000 Seelen weg. Ist jetzt ein bisschen unglücklich, aber macht auch nicht so großartig was aus. Aber dafür haben wir die Gegenstände. Gerade Lloyds Schwertring klingt auf den ersten Blick erstmal interessant. Gut, ich habe noch nicht geguckt, was er macht, aber er klingt interessant. Lasst mich. Lloyds Schwertring. Ein Ring der Ritter des Weißen Pfades mit Allvater Lloyds Schwert des Gesetzes als Motiv. Verstärkt bei vollen Trefferpunkten die Angriffskraft. Viel Zeit ist vergangen, seit die Verehrung von Lloyd beim Weißen Pfad üblich war. Die Kleriker von Karim hatten immer nachdrücklich behauptet, dass Lloyd nur ein Betrüger war, der sich den Titel des Allvaters selbst verliehen hatte. Na gut. So, einfach nur vorbeirennen ist ja nicht so schwer. Diesmal hat er uns ja nur gekriegt, weil wir unterwegs angehalten haben, um die Gegenstände zu sammeln. Scheiß auf die 92 Seelen da. Ganz ehrlich. So. Danke. Immer hinter dem Vieh bleiben.
So. Dann ist so ein dämlicher Mimik eigentlich überhaupt kein Problem. Foliant des Abgrunds. Ein göttlicher Foliant des Abgrundes, geschrieben in Blindenschrift. Er gehört den Diakonen der Kathedrale. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um die Wunder des Abgrunds zu lernen. Der Foliant soll den Diakonen des Abgrundes den göttlichen Schutz lehren. Später wurde er jedoch um finstere Geschichten ergänzt, so dass er nun als ketzerisches Werk gilt. Und das ist eines von den Büchern, die wir Dingens nicht geben sollten. Denn, soweit ich weiß, gibt es später noch einen zweiten NPC, dem wir ebenfalls Wunderfolianten geben können, um die Wunder dann da zu lernen. Und wenn wir die Questreihe von... Ich habe vergessen, wie sie hieß. Andri von Karim? Oder die blinde Dame da auf jeden Fall. Wenn wir ihr diese dunklen Folianten geben und sie diese ketzerischen Geschichten lernen lassen, dann wird das zu einem schlechten Ende ihrer Questreihe führen. Aber wie gesagt, es gibt noch einen zweiten NPC, den wir später irgendwann wohl treffen, der mit diesen Büchern dann ebenfalls was anfangen kann. Ui, da ist eine Ritter. Guten Tag. Störe ich? Ich kann auch wieder gehen. Der sieht aus, als könnte er mir ein bisschen Probleme bereiten. Hat er sich gerade gebufft? Der hat sich gebufft, ne? Zack. Okay, der war jetzt gar nicht so schlimm. Aber tatsächlich einige Seelen wert. Guck mal, wir haben fast schon wieder die Seelen zusammen, die wir verloren hatten jetzt. Kathedralenritter. Massive Eisengamaschen, die von den Rittern getragen wurden, die der Kathedrale des Abgrundes dienten. Die abstoßenden Kreaturen des Abgrundes locken immer wieder die Törichten an. Doch die Ritter der Kathedrale sind bereit, solchen Eindringlingen mit ganzer Macht entgegenzutreten. Da lässt sich einfach der nächste Sausack fallen und will hier Stress machen. Soll das doch von mir aus versuchen? Gut, der letzte hängt da hinten an der Decke, ne? Es kann sein, dass wir den gar nicht anlocken, wenn wir hier unten langlaufen. Wogegen hast du denn gekämpft? Okay, wahrscheinlich gegen den Ritter, so wie der gerade da mit seinem Schlag abgeprallt ist. Da geht's wieder hoch. Aber da geradeaus könnten wir theoretisch auch weiter. Vorsicht vor zäher Pfeil. Ich sag einfach mal danke. Was bist denn du für ein Ding? Was ist das? Yeah.
okay. Den Mistvieh leg ich mich nicht. In der direkten Konfrontation an. Das kann verfluchen. Und wenn verfluchen hier so funktioniert, wie in Dark Souls 1 und nicht so wie in Dark Souls 2, dann ist verfluchen ein Instant Kill. Aber what the fuck, ey. Saphir von Aldrich. War das ein Ring? Ja. Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen. Regeneriert FP aus kritischen Angriffen. Aldrich, berichtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckungen, das Laben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen. Alter. Fällt da plötzlich ein Ding von der Decke. Ich muss unbedingt wieder Pfeile kaufen, also. Oh, ich höre schon wieder einen von diesen Priestern. Finstergeist von Langfinger Kirk. Gut, Langfinger Kirk kann aber hier zu mir kommen. So. Haben wir hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Kirk, das kommt mir auch. Langfinger Kirk kommt mir bekannt vor. Ach, das ist mit so einer Dornenrüstung. Hey, komm her hier. Bleiben wir ein bisschen auf Abstand hier. Ach komm, mach nochmal deine Technik da. Nö, komm, mit deinem Schild ist das langweilig. Ja, genau so. Genau so finde ich das schön. Okay. Das war tatsächlich um einiges einfacher als manch anderer Finstergeist, den wir jetzt mit der Zeit hier schon getroffen haben. Stachelschwert. Das Schwert von Langfinger Kirk, dem berüchtigten Dornenritter. Seine Klinge ist mit tödlichen Dornen übersät. Die Dornen dieser unheimlichen Waffe verursachen schlimme Blutungen. Gut, dass er uns im Prinzip damit gar nicht getroffen hat. Und der Dornenschild noch, der Stachelschild. Der Schild von Langfinger Kirk, dem berüchtigten Dornenritter. Die Oberfläche ist mit Dornen besetzt. Seine tückische Bauart macht ihn zu einer effektiven Waffe. Die Dornen können den unglücklichen Opfern schwere Blutungen zufügen. Also ich muss sagen, das war eigentlich ein ziemlich souveräner Sieg unsererseits. Trotzdem würde ich ganz gerne... Na, natürlich sind gleich wieder zwei von denen. So, alles andere wäre ja wohl auch ein kleines bisschen zu leicht gewesen, ne? Okay, aber
In den restlichen Hallen dieser gewaltigen Kathedrale sehen wir uns definitiv erst um in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.